Franz Meerstong. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Wenn das in dem Tempo weitergeht, dann stehen wir morgen noch hier. Morgen? Ich möchte mal wissen, wo dieser Monsieur Habib bleibt. Was habt ihr denn für ein Erkennungszeichen ausgemacht? Transistorradio im Knopfloch? Franz, der nimmt die doch bloß aus. Schneller geht's auch nicht. Das wollen wir erst noch sehen. Naja, Hauptsache du glaubst dran. Wenn er das da ist, mein lieber Mann, das kann teuer werden. Herr Meerstong? Das bin ich. Habib, freut mich, Sie zu sehen. Hoffentlich haben Sie nicht müssen warten. Ich hatte Geschäfte, Sie verstehen. Ihr Freund? Willers? Ja. Die Konditionen sind Ihnen bekannt? Wenn dann, bitte geben mir Ihre Dokumente. Ich werde auch Ihnen sehr gern behilflich sein. Das glaube ich gern. Danke. Nur, ich bin einer der letzten Selbermacher, müssen Sie wissen. Sie sehen nicht aus wie ein Mann, der sich gerne Schwierigkeiten macht. Gangster. Wer gut schmiert, der gut fährt. Ich will dir mal was sagen. Vielleicht bin ich ein Idiot. Aber ich glaube immer noch, dass alles ohne krumme Touren geht. Die, die schmieren, sind kein Fetzen besser als die, die sich schmieren lassen. Mann, war ja eine richtig lange Rede. Also entweder du bist ein Weltverbesserer oder du bist geizig und dämlich. Wenn du einmal damit anfängst, da ist er ja schon wieder. Den haben sie noch schneller abserviert als mich. Er kommt schon. Das ist irre? Ist gut. Sie können fahren. Ja, dann, Günther. Ich reiß die beiden Tage rasch runter. Übermorgen bin ich wieder zurück, dann können wir zusammen nach Tahua fahren. Das heißt, wenn du bis dahin durch den Zoll bist. Wenn Sie vielleicht anders überlegen. Hier. Ich wollte Ihnen bitten, mir das Vergnügen zu bereiten, mein Gast zu sein.
sehr freundlich, aber ich wollte eigentlich nach Medum heute noch. Medum steht schon sehr lang, es wird noch stehen, wenn Sie ein wenig später kommen. Allein würde mir das Essen nicht schmecken, das ich habe für uns bestellt. Sie wollen doch mich nicht zum Fasten verurteilen. Nein. Den Wagen hier so stehen lassen? Man muss nur einen von Ihnen zum Wächter machen. Warten Sie. Hey! Skunbarbukum! Ja, ja. Wir sollen eine Pièce, du hast le double à mon retour, mais tu gardes bien ce camion. Oui. Et ne crois pas me tromper, hein? Tu sais qui je suis. Si. D'accord? Sie passen auf. Wir gehen zum Lokal jetzt. Kaffee oder Tee bitte? Kaffee bitte. Mein Fazlek, Kahwa, Wa, Halawiyat. Ich hoffe, es ist das Richtige. Es ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich danke Ihnen, mein lieber Freund, für dieses Geschenk. Bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich meine Auslagen. Alles wird teuer. Sie kennen das ja. Gerade hat man sich an einen Preis gewöhnt. Da läuft er schon wieder davon. Es reicht nicht ganz, mein lieber Freund. Auch ich muss mehr zahlen. Dem Vater des Inspektors, damit ich zu dem Inspektor sprechen kann. Den Inspektor, damit ich zum Oberinspektor komme. Dann den Oberinspektor für die Stempel und die Unterschrift. Und alles wird teurer, mein lieber Freund. Das ist genug jetzt. Bedenken Sie, was es kosten würde, wenn Sie ein, zwei oder drei Tage auf die Abfertigung warten müssten. Zeit ist Geld. Ja, ja. Und deswegen fahre ich jetzt, sonst komme ich heute nicht mehr nach Medum. Ich fahre nämlich nicht gern bei Nacht. Dann bleiben Sie. Morgen ist wieder ein Tag. Zeit ist Geld. Thank you.
Hallo. Allah sei Dank. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Wenn es nach Allah gegangen wäre, hätte es 3 Tage länger gedauert. Wie geht's deinem Vater? Schlechter, viel schlechter. Die einzige Hoffnung. Hast du das Medikament? Aber Logo. Der Arzt sagt, ohne das Medikament hat Vater keine große Chance, die Nacht zu überleben. Noch weniger am Morgen. Ist verrückt, dass man das Zeug nur schmuggeln muss, ne? Statt dass sie mit Blaulicht vor einem herfahren. Du, wenn es deinem Vater so schlecht geht, bleibe ich doch lieber hier. Das stört doch nur. Quatsch. Sind wir Freunde oder nicht? Vater würde es am wenigsten verstehen. Er hat schon nach dir gefragt. Also, wenn du mich fragst, langsamer geht schneller. Hat doch keinen Sinn, wenn wir uns den Hals brechen. Ist was? Du hast eben ganz gelassen eine arabische Weisheit ausgesprochen. Langsamer geht schneller. Das sagt ihm unser Märchen, der Wasserträger. Aha. Wenn es ein Mensch immer eilig hat, verliert er seine Seele. Von wegen arabisch, das ist gut deutsch. Das heißt Eile mit Weile. Das ist nicht gut Deutsch. So eine Weisheit liegt euch überhaupt nicht. Woher haben wir sie dann? Die hat einmal ein deutscher Ritter von einem Kreuzzug mit nach Hause gebracht. Oh, das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Naja, auf dich scheint diese Weisheit wenig Eindruck gemacht zu haben. Mensch, pass doch auf. Non, fils, comment vas-tu? Très bien, maman. Ça va? Eh bien, salut. Bébès. Ça va? Mon ami, merci donc. Soyez le bienvenu sur notre toit, qui est votre toit également. Mutter sagt, du sollst dich hier wieder zu Hause fühlen. Vielen Dank, Frau Schuhe. Mein Onkel. Est-ce que vous avez fait un voyage sans problème? Ja, das hat geklappt. Hier ist das Medikament. Merci. Bitte. Soyez le bienvenu. Er wird te voir aussitôt que possible. Et vous également. Mein Vater will uns sehen. Madame, il n'en est pas question. Il lui faut le repos absolu. Venez, venez. Il veut vous voir. Et vous également. Wir sollen zu ihm kommen. Madame, vous le voyez bien. Vous ne pouvez pas rester. Mais... C'est lui le chef de la famille. Soyez raisonnable, sortez avec votre ami. Je vais faire l'injection du médicament sur le champ. C'est une question de minutes. Ah, te voilà de retour, mon enfant. Tu m'as fait attendre longtemps. Sortez, s'il vous plaît. Mais, monsieur... Je resterai encore longtemps entre vos mains. J'en prends pas la responsabilité. Les médecins n'ont jamais pris nulle responsabilité. Ils la laissent toujours à leurs patients. Approche, mon enfant. Tu auras des difficultés. Tes frères n'accepteront pas facilement ton autorité. Il est de mode, semble-t-il, de ne plus supporter l'autorité de personne. C'est avec un grand plaisir que je vous ai reçu dans ma maison. Danke für das Medikament. Das habe ich gern gemacht. Hoffentlich hilft es Ihnen. Je suis fatigué.
Tu peux t'en aller maintenant. Qu'Allah vous protège. Und nun zieh das an. Hm. Hübsch. Bestimmt bequemer als meine Klamotten. Steht dir gut. Ja. Bitte. Ist das auch für mich? Ja. Oh. Das ist schön. Wirklich schön. Er gehört dir. Teppich, ein alter Teppich. So was gibt's halt gar nicht mehr. Meine Familie und ich. Wer steht tief in deiner Schuld? Mensch, Amann, also ich weiß nicht. Der kriegt einen Ehrenplatz bei mir zu Hause. Und wehe, da steigt so ein europäischer Banause drauf, ohne sich die Stiefel vorher auszuziehen dann. Danke. Je lui ai injecté les médicaments. Il a l'air d'aller mieux. Il dort maintenant. Merci, docteur. C'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut remercier M. Merston. Et avant tout, la constitution remarquable de votre frère. Er hat das Medikament meinem Vater schon initiiert. Es geht ihm gut. Er schläft jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ton père a une constitution de fer. Je suis sûr qu'il s'en sortira. Monsieur Merston, vous êtes arrivé au bon moment. Du, es ist nicht viel. Später kommen die offen, sagt er. Ist ja auch ein Ding. Was? Dass es von Franz Merston abhängt, ob so ein Medikament da ist oder nicht? Wir hätten das Medikament natürlich auch offiziell bestellen können. Das wäre auch erlaubt worden. Nur es wäre heute bestimmt noch nicht hier. Aber du bist hier. Und ich freue mich, dass ich dich wiedersehe. Weil du mit mir über Stuttgart reden kannst. Du bist ein verkappter Schwabe, mein Lieber. Schaffe, schaffe, Häuselbau. Sag mal, dich hat's wohl wieder mal richtig erwischt, weißt du? Ein Araber, der Heimweh nach Stuttgart hat. Weißt du, was ich glaube, woran es liegt? Weil es hier keine Schwäbinnen gibt. Ich will bei meiner nächsten Tour mal versuchen, eine richtige Schwabenmaid einzuschmuggeln. Die kommt bestimmt unter die Haube. Was sagt der Prophet dazu? Man muss Allahs Gebote abwägen, lieber Freund. Er lässt uns die Entscheidung. Wir sollen den Alkohol meiden. Der Gast sei uns heilig. Der Gast will trinken. Du willst doch trinken? Dürfen wir ihn allein trinken lassen? Wir dürfen nicht. Also, das ist das kleinere Übel.
Bobby. Herzliches Beileid. Was ist denn? Komm. Bitte geh in dein Zimmer. Wart auf mich. Was ist los? Wach auf. Du, ich muss jetzt langsam wieder weg. Ich habe genug Zeit verplempert. Du brauchst nicht mitzufahren. Gib mir den Schlüssel für deinen Wagen. Bitte geh in dein Zimmer. Ich komme so schnell wie möglich. Ich blicke hier langsam nicht mehr durch. Du weißt, dass ich keine Zeit habe. Ich fahre schließlich nicht nur für euch. Trotzdem, schönen Dank für das Frühstück. Ist nett von dir. Stört dich doch nicht, ne? Ich meine, wenn ich dir hier was vormampfe. Nein, nein. Es ist gut, wenn es dir schmeckt. Mein Hunger, den kann mir keiner nehmen. Bitte reg dich jetzt nicht auf. Meine Familie ist überzeugt, dass du schuld am Tod meiner Vater bist. Du hast das falsche Medikament gebracht. Was hab ich? Was bin ich? Acaron A solltest du bringen. Acaron B hast du gebracht. Mein Vater ist an der Injektion gestorben, sagt der Arzt. Ich habe gebracht, was du von mir verlangt hast. Und nichts anderes. Und wenn es wirklich nicht das richtige Zeugs gewesen ist, wieso hat dieser Idiot von Arzt es dann gespritzt? Von wegen A und B. Ich habe Acheron gebracht, wie du es von mir verlangt hast. Und nichts anderes. Ich erinnere mich ganz genau. Schon möglich. Aber auch möglich, dass du dich nicht so genau erinnerst. Ich erinnere mich jedenfalls nicht so genau. Und dieser Idiot von Arzt hat im guten Glauben gehandelt. Auf der Verpackung steht nämlich Account A. Auf den Ampullen aber steht Account B. Ist das nicht merkwürdig? Und wieso hat dieser Arzt sich nicht überzeugt, was er spritzt? Vorher? Warum sollte er? Hättest du es getan? Du bist froh, dass du das Medikament endlich hast. Es ist Nacht, keine Zeit mehr zu verlieren. Hör auf. Er macht sich das ein bisschen leicht, ein famoser Doktor. Und jetzt will er mir die Schuld zuschieben. Aber ohne mich. Ja, guck mich nicht so an. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich... Was ich glaube, das ist jetzt und hier leider nicht entscheidend. Ausschlaggebend ist, was meine Familie glaubt und denkt. Und wovon sie überzeugt ist.
Sie glauben, dass du schuld am Tod meiner Vater bist. Und dafür immer zu bezahlen, sagen sie. Sie leben in ihrer Tradition. Ich komme dagegen nicht an. In ihrer Tradition. In ihrem Mittelalter vielleicht. Sorg dafür, dass ich mit Deutschland telefonieren kann. Und dann will ich den Arzt sprechen. Du kannst selbstverständlich gehen, wohin du willst. Aber ich bitte dich, tu's nicht. Hier schützt dich die Gastfreundschaft. Schützt mich. Und was schützt mich hinter eurem Zaun? Eben. Ich habe die Schnauze voll bis hier. Über 48 Stunden hänge ich hier jetzt rum. Aber was sage ich? 51 Stunden, 38 Minuten, die haben hier doch einen Sprung in der Schüssel. Güte, was ist das, Schmocko? Ach, scheiße. Was sucht ihr denn eigentlich? Eine Ölquelle oder was? Eine Haschen soll hier drin sein. Der Kollege ist einen Tag später gekommen als ich. Also wenn ihr mich jetzt nicht sofort abfertigt, dann könnt ihr euch einen neuen Schlagbaum kaufen. Schnell, schnell. Wir nicht in Deutschland. Wir ihnen nicht gefragt, hier zu kommen. Ach, und wer fährt euch dann eure Scheißfrachten durch eure Scheißwüste? Monsieur Villers. Sie haben mir gerade noch gefehlt. Das habe ich Ihnen gesagt vor zwei Tagen, dass ich wäre Ihnen sehr gern zu Diensten. Sie haben gewonnen. Und Sie können doch die Sperre aufheben, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Aber wie gesagt, ich wäre gerne Ihnen behilflich. Ich bin einverstanden. Aber die übliche Taxe. Kein Aufschlag für Spätzünder. Oh, Monsieur Villard. Ja. Fünf, sechs, sieben, acht. Ich fürchte, es war das letzte Mal, dass ich Ihnen so günstige Konditionen bieten konnte. Das Wert des Geldes schwindet wie Wassertropfen im Wüstensand. Ich bin Fahrer, kein Bewässerungsspezialist. Schon, Sie haben Humor. Ja. Wissen Sie was Besseres? Das gefällt Ihnen? Nicht schlecht. Ist das eine gute Kamera? Ja, doch. Welche würden Sie nehmen? Und die? Sie würden nehmen die. Nein, ich ziehe vor. Würde es Ihnen eine große Mühe machen, sie mir das nächste Mal mitzubringen? Sie werden haben keine Schwierigkeiten beim Zoll. Ich garantiere. Ich verstehe. Keine Mühe, keine Mühe. Es ist ein Vergnügen, sich mit intelligenten Partnern zu unterhalten. Was macht Ihr Freund Merslong? Er ist doch Ihr Freund. Er wird vermisst. Auf der Baustelle wartet man sehnsüchtig auf die Maschinenteile. Hat Ihre Firma ihn kurzfristig umdirigiert? Hat er denn schon die Fracht im Medium abgeliefert? Ich weiß nicht. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Entschuldigen Sie, aber da muss ich doch gleich weiter. Schon gut. Vergessen Sie nicht bitte meine Kamera. Ja, ja. Thank you.
Tag. Können Sie mir sagen, wo Franz Mesnok ist? Er ist nicht da. Das sehe ich, aber sein Laster steht draußen. Wo ist er also? In dem Haus von Monsieur Amann. Ja, wo ist das? Da können Sie nicht hinfahren. Warum kann ich das nicht? Der Vater von Monsieur Amann ist gestorben. Und Monsieur Mestong ist schuld. Er wird Sie die Bell nicht wieder verlassen. Moment mal. Schuld? Nicht wieder verlassen? Was heißt denn das? Sie die Bell, hein? وينك؟ سي عمان هنا بالله. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie herein. Wo ist Franz Mestong? Je vous en prie. Kommen Sie. Möchten Sie Tee oder lieber Kaffee? Ich will verflucht noch mal überhaupt nichts. Ich will wissen, wo Mestong ist. Tee oder Kaffee? Tee. Bitte. Bitte. Danke. Sie wissen, dass mein Vater tot ist. Ja. Es tut mir leid. Verstehen Sie bitte, dass ich so hartnäckig bin. Wo ist mein Freund? Er ist auch mein Freund. Aber ich kann ihn jetzt nicht nutzen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Meine Familie ist stärker als ich. Sie ist überzeugt, dass Franz schuld am Tod meiner Vater ist. Wieso ist er schuld am Tod Ihres Vaters? Er hat das falsche Medikament gebracht, sagt der Arzt. Kann ich zu ihm, mit ihm sprechen? Eingeschlossen, hä? Weil ich verhindern wollte, dass so mit Villas auf und davon geht. Ihr werdet nicht weitergekommen. Die wollen mich wirklich umbringen. Du, ich bleib hier sitzen. Und wenn es bis zur Rente ist. Geschützt. Mit deiner Gastfreundschaft. Ich bring dich raus, heute Nacht. Und das schaffen wir schon. Und dann? Nee, ich bleib hier. Aschur, alle drei im Leben.
وقرر كل واحد ياخذ 10%. معقول؟ ايش يا علاش تعذب فيه وتعذبنا معاه؟ عثمان ما ينجمش. ما كنت راس العائلة. مازال نهارين ويطلع له ليل. ماذا بينا نفك المشكلة قرب وقت. Deutsche Botschaft muss er zu finden sein. Verflucht noch mal. Gelassenheit vergüßt die Wartezeit. Ungeduld verlängert sie. Hören Sie bloß auf. Hier, Monsieur. Deutsche Botschaft. Na dann los, machen Sie, wählen Sie, Mensch. Ich hab's verdammt eilig. Ja, ja. Das ist doch wahnsinnig. Ist das mein Telex? Non, 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 c'est pas la vôtre, Monsieur. Allô? Est-ce ici l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne? Ne quittez pas, monsieur. Hier, monsieur. Hier, Botschafter. Danke. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Willers. Mein Kollege ist eingesperrt bei einer Familie im Haus. Ist ein bisschen kompliziert. Also, ich bin mit dem LKW unterwegs. Ich habe einen Kollegen dabei, der mit seinem Wagen festgehalten wird. Ihn haben Leute eingeschlossen, lass mich nicht zu ihm. Es sieht ziemlich schlimm für ihn aus. Voilà votre Telex, monsieur. Ja, Augenblick, bleiben Sie einen Moment dran, da kommt mein Telex. Hören Sie? Ich glaube, das hat sich damit erledigt. Was wär's dann wohl? Wo ist Franz? Das überzeugt meine Familie nicht. Schreiben kann man viel. Jetzt hören Sie mal zu, Meister. Wenn Sie sagen wollen, dass ich ein Betrüger bin. Ich will sagen, dass Sie der Freund von Merstung sind. Und für einen Freund in der Not tut man viel. Sonst ist man kein Freund. Hier steht, dass Acheron B die Weiterentwicklung von A ist. Es ist kein falsches Medikament, im Gegenteil, es ist wirkungsvoller. Geht das in Ihren Kopf? Ich glaube es ja. Das nutzt wenig. Meine Familie ist durch ein Fernschreiben nicht zu überzeugen. Ich habe alles versucht, aber die hören nicht auf mich. Okay. Dann gehen wir jetzt zu diesem verfluchten Arzt. Na los! Und noch was. Wenn Merstong was passiert, sind Sie der Nächste. Dr. Ali! Dr. Ali! Dr. Ali, wie viel mehr hat? Der Arzt ist krank, sagen Sie. Ich muss zu ihm. Non, non. Madame, ich muss Ihren Mann unbedingt sprechen. Mon mari est malade, très malade. Vous ne pouvez pas le voir. Non, personne. Sa maladie est contagieuse. Ihr Mann ist schwer krank. Niemand darf zu ihm. Seine Krankheit ist ansteckend. Das ist mir egal. Pardon? Ich bin ein Freund von Merstong. Er hat kein falsches Medikament gebracht. Sie haben einen Fehler gemacht. C'est l'ami de Merstong. Il vous a apporté le bon médicament. C'est vous qui avez commis l'erreur. Bon, Albitro.
خلينا واحد انت هو اذا حاجتي بيك نديلك بيه يعني بلي لونتون ا فيفر جي لي مام مرضي كو تون بير il m'a sûrement contaminé. Votre ami nous a apporté le mauvais médicament. C'est dommage pour lui. Er hat die gleiche Krankheit wie mein Vater. Er hat sich bei ihm angesteckt. Er glaubt, er muss bald sterben. Er ist überzeugt, dass Franz das falsche Medikament gebracht hat. Hat er noch Ampullen? Vous avez encore des Ampullen? Wo? Wie viele Ampullen braucht man für eine Injektion? Sie sterben, das haben Sie selber gesagt. Aber wenn das Medikament nicht falsch ist, und ich sage, es ist nicht falsch, dann ist das Ihre einzige Chance. C'est votre dernière chance. C'est le bon médicament. Croyez-le. Non. Wenn Sie es nicht tun, dann mache ich es selber. Viel, viel besser. Er hat kaum noch Fieber. Das sehe ich. Der Franz, das war knapp, hä? Aber das wird auf deinen Urlaub angerechnet, das ist ja wohl klar. Von mir gibt's nichts mehr. Nicht mal Hustensaft.